Wir leben Wrestling. WWE plant noch mehr Stadionshows. Informationen von Andrew Zarian zufolge plant die WWE für das Jahr 2023 die Anzahl an Stadionshows noch einmal zu erhöhen. Bereits in diesem Jahr wird es mit dem Royal Rumble, dem Elimination Chamber, beiden WrestleMania-Nächten, Money in the Bank, dem SummerSlam, der angekündigten UK-Show und TLC 8 Stadionshows geben. Diese Entscheidung soll Zarian zufolge hauptsächlich auf Nick Khan zurückzuführen sein. Ex-WWE Tag Team gibt Karriereende bekannt. Über Twitter geben Cassie Lee und Jessie McKay das Ende ihrer aktiven Wrestling-Karriere bekannt. So wolle das Team, das als The Inspiration bei Impact Wrestling sowie als The Iconics bei der WWE bekannt war, zukünftig neue Karrieremöglichkeiten ausprobieren. Bo Dallas plant Rückkehr zum Wrestling. Während eines Q&As auf der FT Low Convention sprach Taylor Rotunda, besser bekannt als Bo Dallas, über seine Pläne für eine Rückkehr zum Wrestling. Rotunda wurde im April 2021 von der WWE entlassen, woraufhin allgemein davon ausgegangen wurde, dass er seine aktive Karriere beenden und sich anderen Projekten widmen würde. So hat er beispielsweise gemeinsam mit Liv Morgan ein Immobiliengeschäft gestartet. Nun gab Rotunda allerdings bekannt, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monate wieder im Ring stehen zu wollen. Demnach habe er nie vorgehabt, sich aus dem Wrestling zu verabschieden, habe jedoch nach seiner Entlassung erstmal andere Dinge erledigen wollen. Update zu Kenny Omega. Wie Dave Meltzer berichtet, erholt sich Kenny Omega aktuell von einer Hernienoperation, da die Genesungszeit von einer derartigen Operation für gewöhnlich bei 2 Monaten liegt, wird er sehr wahrscheinlich nicht rechtzeitig für Double or Nothing zurückkehren können. Auch ein Auftritt beim Forbidden Door Pay-Per-View ist aktuell noch fraglich. Amber Moon spricht über ihre letzten Monate bei der WWE. In einem Interview mit Chris Van Vliet sprach Athena, ehemals Amber Moon, über ihre letzten Monate bei der WWE. Demnach sei sie nach dem Call-Up ihrer Tag-Team-Partnerin Shotzi Blackheart zunächst ohne klare Richtung gewesen. Mit der Hilfe von Triple H, der im Vorfeld ebenfalls nichts vom Call-Up wusste, habe sie dann versucht, eine neue Richtung zu finden. Gemeinsam haben sie dann den Plan eines Heel-Turns ausgearbeitet. Kurze Zeit später kam allerdings der langfristige Ausfall von Triple H. Unter den neuen Verantwortlichen bei NXT bekam sie dann nicht die nötige TV-Zeit, um die ausgearbeitete Story richtig erzählen zu können. Wieder einige Zeit später habe sie dann die Mitteilung erhalten, dass Vince McMahon sie mit ihrem alten Gimmick wieder ins Main-Roster bringen möchte. Darauf habe sie ein Promo-Video aufgenommen und sich auf ihre Rückkehr ins Main-Roster vorbereitet, um dann kurz vor ihrem geplanten Comeback zu erfahren, dass McMahon sie für unbestimmte Zeit aus den TV-Shows zieht. Des Weiteren berichtete sie von Meetings, in denen den Damen von NXT beigebracht werden sollte, sich sexier zu kleiden. Sie selbst habe diese Meetings gehasst und den vorgeschlagenen Kleidungsstil für ihren Charakter als unpassend gesehen. Auch diese Meetings sollen kurz nach dem Führungswechsel bei NXT begonnen haben.